Und damit herzlich willkommen zum KI-Kampf Richard und Saladin gegen Friedrich und Sheriff. Eine Aufstellung, die gestern relativ spontan während des Streams entstanden ist. Zumindest wurde es dann sehr oft vorgeschlagen, dass wir da auch mal ein Duell machen. Denn wir haben so ein bisschen so Teamharmonien ausgetestet. Das war ja während des Kichererbsen-Streams, als wir den Kichererbsen-Kampf ein bisschen umgebalanced haben. Und da ist mir aufgefallen, dass Richard und Saladin sehr gut miteinander harmonieren. Und Friedrich und Sheriff, lief jetzt nicht am allerbesten, aber es ist trotzdem eine interessante Kombination. Sagen wir es mal so. Und viele haben jetzt auch gesagt, zumindest habe ich einen Kommentar gelesen, und der wurde auch ziemlich geliked, also da steht auch ein bisschen Nachfrage dahinter, dass wir die beiden Teams mal gegeneinander antreten lassen, und da wären wir jetzt. So grundsätzlich, auf dem Papier hört sich zumindest gut gebalanced an, denn hier Sheriff ein bisschen stärker als Richard, aber hier Saladin ein bisschen stärker als Friedrich, so zumindest laut aktueller 1 gegen 1 Performance. Team Performance müssen wir natürlich mal gucken, und wir nehmen für diesen Test die neue Karte Throne of Lies. Die wurde mir ebenfalls von Kari Lotus zugeschickt, wie alle anderen Maps auch. Die ist neu und extra für 2 gegen 2 Kämpfe. Und die nehme ich jetzt auf jeden Fall für den ersten Kampf, denn ich plane grundsätzlich wieder 2 Kämpfe zu machen. Der erste Kampf ist wieder, alle gehen auf den Schwächsten. Das heißt, die Abstände sind allesamt gleich und alle gehen auf den Schwächsten. Wir werden dann später nochmal eine Tank- und DD-Variante machen. Es ist eine gute Frage, wer tanken soll, ne? Bei Saladin Richard ist klar, wer tanken soll. Bei Friedrich Sheriff. Beide teilen die gleiche Anfälligkeit im frühen Spiel, aber eine ziemlich große Tankiness im Late Game. Und ich weiß nicht, wen. Friedrich vor allem wegen seinem Burggraben, Sheriff vor allem wegen seiner Feuerverteidigung. Und an sich wegen seinem, ich stehe aus der Asche wieder auf. Aber gut, ich glaube, da machen wir uns später Gedanken drüber. 4000 Gold, aggressive KIs, wir machen erstmal das Spiel auf den Schwächsten. Und möge der Kampf beginnen. Alles klar, dann gucken wir mal, wie der ganze Spaß hier wird. Das erste Mal, dass ich Throne of Lies jetzt übrigens austeste. Von daher weiß ich gar nicht, die Abstände sehen okay aus. Andererseits, das kommt drauf an, wie dick der Sheriff sich aufbaut. Gucken wir einfach mal. Schleif. Meine Güte. Okay, das scheint wieder zu harmonieren so mit den beiden Burgen. Solange jetzt nicht wieder einfach mysteriöserweise Angriffsarmeen verschwinden, wird alles gut werden. Okay, wir haben erste kleine Battles hier, aber ich glaube, die Burgen werden sich nicht gegenseitig beschießen. Das ist doch schon mal gut. Oh, ich sehe gerade bei Throne of Lies sind vor allem sehr viele Ressourcen. Also ein paar Ressourcen sind im Hinterland. Oh, guck mal, Wegweiser. Also ein bisschen was ist schon da, dass man mit Stein und Eisen nicht komplett leer läuft, aber vieles ist an der Front und, sogar Seitentor. Also ich merke gerade, was die... Kommen die da durch? Weil das ist doch... Ah, das ist der Aufgang nach oben. Das heißt, wenn das Tor zerstört wird, wenn es zerstört werden könnte irgendwie, da kann man bestimmt, aber KIs machen es wahrscheinlich nicht. Interessant. Gleiches gespiegelt auf der Seite wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Na, wir haben auf jeden Fall einen ziemlich großen Kampf um die Ressourcen hier. Aber keine Sorge, es wird wie gesagt ja nochmal ein Rückmatch geben, dann mit Tank-DD-Variante, dann werden wir eher die klassische Karte nehmen. Und dann gucken wir einfach mal, wie beides funktioniert. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass, dass es immer mehr Maps gibt, bei denen auch vor allem die Ressourcen umkämpfter sind. Das vielleicht ein bisschen was im Hinterland ist, dass die KIs nicht komplett austrocknen, aber wirklich so, dass ein Großteil des Geldes in der Kartenmitte liegt, dass KIs, die sich komplett einigeln, nicht irgendwann einfach unverwundbar und unangreifbar sind, sondern dass die auch wirtschaftlich ausgeblutet werden können, wenn sie einfach keine Map-Dominanz zeigen. Oh, und apropos Map-Dominanz, die Streitkolbenkämpfer vom Sheriff sind ein bisschen bei Friedrich am Nerven. Und wir haben erste Meuchelmörder von Saladin. Ist das der erste Angriff? Ne, das müssten einfach nur Störmeuchelmörder sein, ne? Stimmt, die macht... Ja. Saladin mittlerweile. Jetzt ist die Frage, wer von beiden... Jetzt gehen wir mal kurz durch. Wer ist jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt angreifbarer? Friedrich oder Sheriff? Ich weiß es nicht. Ich meine... Friedrich hat gerade mehr Verteidigung. Mehr Armbrustschützen und so. Sheriff... Eigentlich ist Sheriff tankier als Friedrich. Ich meine, Sheriff ist natürlich auch mal einiges anfälliger, was seinen Sack angeht. Aber alles in allem würde ich sagen, dass Sheriff tankier ist. Burggraben hin oder her. Und da würde ich wahrscheinlich doch Sheriff zum Tank machen.
bei diesem Team. Hm, Richard greift jetzt an. Weil Friedrich kann auch sehr, sehr tanky sein, aber erst wenn wirklich der Burggraben steht, die gesamte Burg ausgebaut ist, alles besetzt ist. Und ich bezweifle, dass es gegen Richard Saladin so groß der Fall sein wird. Das Interessante ist, wir haben jetzt übrigens Ritter auf beiden Seiten. Richard mit seinen 4 Rittern und Friedrich mit seinen 4 Rittern. Das heißt, wir werden immer mal wieder Wirtschaftsstöraktionen sehen. Und auf der anderen Seite haben wir auch leichte Störausfälle mit dem Sheriff, mit Streitkommenkämpfern und Saladin mit seinen Möchtmördern. Das heißt, wir werden jetzt überall ein bisschen Action immer wieder sehen. Zwischen den Angriffen. Hier haben wir wieder die Ritter-Action auf der anderen Seite. Da entsteht immer mal wieder was. Ein paar Bogenschützen werden umgehauen. Dann, die Tunnelbauer-Gilde. Ist jetzt nicht das Teuerste, aber Friedrich macht gerade ein bisschen Terz hier, ne? Da wird sich gerade jetzt gegenseitig behindert. Noch keinerlei Angriffe bisher. Aber jede Menge Geplänkel. Und der erste Angriff. Und zwar vom Sheriff. Interessant. Ah, und Richard. Okay, beide kommen sie gleichzeitig. Der Sheriff knüppelt ein bisschen was von Richard weg. Da kommen noch mal ein paar Ritter, aber die werden gerade abgefangen. Die Holzverlitten sind gut. Okay, besser als jetzt einfach in die Pikeniere reinzurennen. Oder eher reiten. Okay, der Kampf scheint vielversprechend zu werden, glaube ich. Ah, Saladin. Bereits im... Warum auch immer der sich jetzt das mit dem Sammeln filmen will. Aber diesmal kann es nicht an den Abständen liegen. Der müsste sich eigentlich hier sammeln. Okay, die Meuchelmörder sind da. Erste. Noch hat Saladin ganz gute Chancen, weil der Feuerwerfer, ja, jetzt ist er da, der Feuerwerfer, der hier alles abbrennt. Ja, gerade wegen dem Feuer. Ich würde wirklich sagen, Sheriff, was der alles wegstecken kann, ist nicht mehr lustig. Ich muss auch nur an das KI-Turnier denken, wie Sheriff den Wolf halt getankt hat die ganze Zeit. Das war echt krass. Oh, Friedrich greift auf breiter Front an. Er reift auf ganzer Front. Gibt es ein kleines Schlacht gegen Richard? Ich meine, Friedrich hat noch die besseren Chancen gegen Richard, weil bei Saladin die Feuerverteidigung ist da ziemlich eklig. Richard hat grundsätzlich zwar auch ein paar Pechschütter, aber Feuerwerfer sind da die viel, viel schlimmere Bedrohung. Deswegen werden wir ein schönes Schwertkämpfer-Battle sehen zwischen den beiden. Während die Ritter natürlich darum nerven. Mhm. Ja, weitere Sheriff-Störangriffe. Kann sein, dass Richard sehr weit abgehalten wird, großartig was zu tun. Aber auf der anderen Seite, Saladin wird halt in der Zwischenzeit auch ziemlich hochpumpen, wenn er alleine gelassen wird. Es ist schwierig zu sagen, wer mehr Vorteile hat im späten Spiel. Ich würde mal sagen, Richard und Friedrich steigen von der Stärke ähnlich stark an. Sheriff könnte eine kleine Wildcard sein. Vor allem, wenn die Schwertkämpfer kommen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Saladin... Weil Saladin kann im Late Game, wenn es mal richtig abgeht bei ihm, richtig, richtig spammen. Also das ist richtig übel. Mit was für Armeen der da kommen kann? Schwer zu sagen, ob der Sheriff da mithalten kann oder Friedrich. Werden wir sehen. Schützen hier aufgestellt, werden aber gerade von den Pikinieren, das ist ja so ein ganz guter Counter, so gesehen. Ziemlich umgeholzt. Aber ein bisschen Zeit verschafft hat es Friedrich ja trotzdem. Jetzt, dieses Sammeln auf der Mauer, aber das ergibt keinen Sinn, weil die Bergungszelte werden ja sogar hier aufgebaut. Ich weiß nicht, warum ich das die letzte Zeit so häufig beobachte hier im Spiel. Gut, bei Saladin tut es nicht so viel zur Sache. Truppen kommen trotzdem in den Abständen, wo sie kommen sollten, aber trotzdem... Friedrich wird hier gerade mit seinem Ausfall gestört. Sheriff wird... Interessanterweise ist der Sheriff das Ziel und nicht Friedrich.
Das heißt, Sheriff zählt allgemein immer noch als der schwächere Lord, obwohl der Sheriff wirklich, was Wirtschaftspotenzial angeht, um einiges heftiger ist. Es kann aber sein, dass sich das ändert im späten Spiel und der Sheriff weniger zum Ziel wird und mehr Friedrich. Das werden wir aber sehen. Ah, Störkatapulte, Störfeuerballisten. Da wird gerade ein bisschen geböllert. Ach, die ganzen Wegweiser überall. Überall spawnen Angriffe. Wird weiter auf Sheriffs Burg geschossen, aber man darf nicht vergessen, das ist auch ein ziemlicher Sponge. Also, ja, okay, es sind einige kostspielige Gebäude hier drin. Die Kapellen, die Kirchen, die, die Waffenproduktion, aber viele von den eher billigeren Gebäuden, die jetzt nur Holz kosten, sind ein bisschen vorne und fangen ein bisschen Feuer ab immer wieder. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden sieht bei Sheriff oftmals immer schlimmer aus, als er ist, wenn er bombardiert wird. Zumindest so in der vorderen Reihe. Und ist manchmal sogar besser, als wenn Friedrich die ganze Zeit seine Türme weggeschossen bekommt, mit Mangen drauf und Bogenschützen und sowas. Na, sollte man, die Wirkung des Sackes sollte nicht unterschätzt werden. Oh. Na, Richard mit weiterem Angriff. Ich merke gerade, das Team wird so ein bisschen... Team Sheriff Friedrich wird so ein bisschen in die Defensive gelockt. Zumindest habe ich von denen jetzt lange nichts mehr großartig gesehen. An sich haben die beiden natürlich auch einen großen Mangel an Turmgeräten. Sheriff hat gar keine, Friedrich nur seine zwei Mangen. Da wird es auch schwierig, was gegen die Katapulte zu machen, ne? Also das Team hat seine eindeutigen Schwächen. Okay, jetzt möchte Friedrich angreifen. Und Sheriff... okay, so viel zum Thema mit dieser Dominanz. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen sitzt. Jetzt gerade, wo Richard auch frisch angegriffen hat. Mein... aber... Sheriff... na gut, Sheriff kann gerade gar nicht großartig unterstützen. Von dieser Position aus. Vielleicht später, sobald die Schwertkämpfer mit von der Partie sind. Dann könnten beide zusammen mit einem gleichzeitigen Angriff da bei Richard ziemlich übel durchfräsen. Aber so wie aktuell... aber sagen wir, beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen. Die Stärken auf jeden Fall, beide Teams benutzen Armbrustschützen. Das ist schon mal was Gutes. Vor allem gegen die hier. Dafür... ist das Team Richard Saladin um einiges agiler und hier auch. Also agiler im Sinne von, sie brauchen nicht ganz so lange, um aus dem Knick zu kommen. Und noch ein Vorteil, den ich vorhin erwähnt habe, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Map-Control ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Obwohl Richard da jetzt auch nicht so ultra glänzt, aber Saladin schon. Und natürlich haben beide, gut, okay, alle setzen Gepanzerte ein. Sheriff auch, aber das kommt erst später. Hm, können wir mal gespannt sein. Ja, jetzt wird mal normal gesammelt. Okay, alles klar. Ah, weil wahrscheinlich das Ziel auf Friedrich gewechselt ist, ne? Okay, alles klar. Warum auch immer das... ich verstehe es nicht. Der Abstand ist eigentlich hoch genug, wirklich. Ah, jetzt Friedrich. Das könnte für Friedrich... also aktuell kann Friedrich das wegstecken. Alter, die Katapulte. Aktuell kann Friedrich das sehr, sehr gut wegstecken. Aber wenn das mal richtig viele berittene Bogenschützen sind und vielleicht noch... okay, spontaner Zielwechsel, alles klar. Okay, es ist kein Feuerwerfer oben. Das könnte... oh, die haben... wenn die jetzt das Tor geöffnet hätten, das hätte böse enden können. Hätte jetzt ein Sheriff nicht gekillt, aber... das ist so einer dieser Augenblicke. Die könnten Sheriff echt den Kopf kosten, wenn da mal die entsprechende Truppenzahl da ist. Es gibt nichts Wichtigeres von Sheriff als der Feuerwerfer auf diesem großen Torhaus. Das haben wir so häufig gesehen, wie der alleine tausende Truppen davon abhält, irgendwas zu machen. Wir werden überfallen. Und mit abhält meine ich kurkelt. Ja, Friedrich unterstützt ein bisschen mit Bogenschützen an der Front hier. Ja, der Kampf ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Vielen Dank für den Vorschlag auf jeden Fall. Und wenn man sich so ja, das Kräfteverhältnis anschaut, das haut so halbwegs hin. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen nach oben. Friedrich mit dem weiteren Angriff. Jetzt kann er auch mal seine Geräte aufbauen. Bis jetzt wurde er immer wieder abge... jawohl. Ja doch, seine Tribocke stehen schon mal. Und die sind auf einer Distanz, dass die fast nicht von der Bälle... also das wäre fast mal eine effiziente Distanz hier von den Tribocken.
Aber auch nur fast, ne? Aber zwei Stück. Zwei Stück, die hier schießen. Da kommt noch eine Nachhut. Das könnte ein guter Angriff von Friedrich werden. Nur bringt es ihm nicht allzu viel. Denn Friedrich hat da zu viele Truppen zur Verteidigung. Der würde da eh nichts durchbringen. Aber er kann vielleicht Schaden anrichten in der Zwischenzeit. Und das ist alles quasi ein Vorteil im Krieg des Wettrüstens. Okay, das ist schon mal down. Friedrichs Angriff soweit abgehalten. Aber durchaus, Barry hat ein bisschen was zerschlagen. War eher nur so in den Kleingeldbeutel gegriffen, aber grundsätzlich wurde ein bisschen was angerichtet. So bedenke man dies. Ja, okay. Die Ritter von Friedrich machen immer noch ihr Ding. Ihr Ritterding. Machen wir mal hier. Nicht Friladin, hier. Riladin. Gegen Schädrich. Schädrich. Fririff. Fririff oder Schädrich? Ich finde Schädrich. Schädrich gut. Nee, Schädrich. Speichern. Aber Fririff ist auch nicht schlecht. Jetzt wird wieder hier angegriffen. Sammeln auf den Wellen. Das. Oh, jetzt haben wir aber wirklich so eine Doppelkoordination. Das könnte richtig böse finden. Ja, ich glaube, Friedrich würde das mehr wehtun als der Beschuss. Wie gesagt, der Sheriff kann übelst gut wegstecken, was so Beschuss angeht. Jetzt lässt der Sack nicht anmuten, aber es ist tatsächlich nicht schlecht. Oh. Okay, jetzt ist der Feuerwerfer da, aber er hat nicht gescheit getroffen. Jetzt trifft er. Na gut, der Sheriff ist trotzdem ganz gut am Sammeln, hat noch gut Armbrustschützen da, das Feuer funktioniert. Also grundsätzlich wird der Sheriff das überleben. Aber der hat jetzt gut was einstecken müssen hier. Steuerer sind auch vor Ort. Ja, das war ziemlich schnell geklärt hier. Oh, die Feuerballisten könnten natürlich ja, alles ein bisschen ändern. Wir wissen, dass der Sheriff, aber gut, wir haben den Fairy Sheriff schon so oft abbrennen sehen. Wie gesagt, der ist ja wirklich wie Phönix aus der Asche oftmals. Und er kriegt das so ganz knapp gegengelöscht irgendwie. Ja, er hat's echt. Oh, jetzt kommen noch die. Oh mein Gott, das hat jetzt wirklich beinahe die Sheriff-Armee verbrannt. Aber auch nur beinahe. Und jetzt haben wir einen Doppelangriff von Friedrich Sheriff. Aber immer noch. Oh, doch, die ersten Schwertkämpfer sind dabei. Und ui, das ist mittlerweile eine ordentliche Truppe. Und Friedrich hat halbwegs frisch angegriffen, aber nur halbwegs frisch. Baumeister kommen durch. Mit vielen Geräten tatsächlich. Ist sogar eine Feuerballiste besetzt. Nur der Sheriff kann irgendwie keine Geräte großartig aufbauen, weil seine Baumeister werden ja immer hoffnungslos weggebildert. Baumeistergilde hat er ja, oder? Hat er eine. Ja, doch, da. Wollte ich schon gerade sagen. Ja, das ist. Dieser Angriff von Friedrich wird nicht sehr weit führen, aber grundsätzlich schon mal ein bisschen was getan zumindest. Die Schwertkämpfer vom Sheriff kommen auch nicht wirklich weit, kann das sein? Ich sehe nur noch ein paar Streitkampfkämpfer von ihm. Ich meine, da kommt man jetzt durch, aber ich glaube, der Richard wird den besseren Blob haben hier. Ja. Das war ziemlich schnell abgewehrt. Aber die Truppen, die Armbrustschützen gehen vor ein bisschen zum Clearen. Die Tribocke schießen weiter, auch wenn sie nichts wirklich Essentielles treffen gerade. Ach, da oben sind noch. Ah, da oben, die haben noch ein bisschen Wirtschaft kaputt gemacht. Also, Meuchlin wird das echt effektiv gegen Schwertkämpfe. Vor allem noch mit der Geschwindigkeit und wie schnell die sich stacken können. Schwerter sagen, ob man das von effizienten Counter, vor allem kosteneffizienten Counter, sprechen sollte. Aber die sind tatsächlich sehr, sehr gut. Halten halt überhaupt nichts aus, was Pfeilbeschuss angeht. Aber in so einem schnellen Blockkampf gegen Schwertkämpfer sind die echt nicht schlecht. Und auch gut, um Ritter abzufangen und zu überraschen vor allem. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Also wirklich, wenn der Gegner Ritter zum Raiden einsetzt und man eine Kontereinheit braucht. Ich meine, klar, Pikiniere sind kosteneffiziente Lösung gegen Ritter. Aber Meuchelmörder sind verdammt effektiv gegen Ritter. Vor allem, wenn man den Überraschungsfaktor mit einberechnet.
Weil der Gegner, der mit Ritwan kommt, weiß es halt nicht. Also, okay, das ist halt etwas, das zählt eigentlich nur Multiplayer, dieser Fakt. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Also, wenn ihr mal ein Multiplayer-Match habt und ihr habt jemanden, der euch mit Rittern übelst nervt, platziert an der Stelle, wo der größte Knotenpunkt eurer Wirtschaft ist oder dort, wo die Ritter am meisten nerven, einfach eine große Menge Meuchelmörder und überrascht den Gegner einfach. Mit einer halbwegs gleichen Anzahl. Man braucht nur eine leichte kleine Überzahl und schon werden die Ritter weggemäht. Das ist nicht schlecht. So, weitere kleine Störkämpfe hier überall. Himmel, also wenn der Kampf richtig lange dauert, dann wird es, glaube ich, dieses Match mit Tank und DD ein Bonusvideo. Also wenn das jetzt eine Stunde dauert, dann reicht das schon als ein einzelner Kampf. Okay, nächster Angriff auf Richard, aber Richard wiederum immer noch nicht am Angreifen gewesen. Der hat aber nicht viel dazu. Richard ist gerade ein bisschen in den Seilen, kann das sein? Alter Falter, Friedrich will es jetzt richtig wissen hier, was die Belagerungsgeräte angeht. Auch wenn die Zerbocke könnten echt besser treffen. Das wirklich 9 von 10 Steinen werfen daneben. Welch Zerwürfnis. Ah, da wurde jetzt einmal erfolgreich geschüttet, nochmal erfolgreich geschüttet. Aber das ist halt längst nicht so schlimm wie Feuerwerfer oder Pechgräben. Nicht mal im Ansatz. Saladin könnte jetzt rein theoretisch Friedrich angreifen, geht aber anscheinend rüber auf den Sheriff. Noch ist immer noch nicht auf. Ja, das wird Richard auf jeden Fall überleben. Aber Richard, so echt ein bisschen hinten ran, was das Wettrüsten jetzt angeht, ne? Da ist jetzt ein paar Mal abgehalten worden. Ich glaube, das tut, man merkt schon, dass es ein bisschen wehtut ihm. Jetzt kommt eine riesige Karawane rüber zum Sheriff. Die kommen nicht zum Klettern. Alle wollen sie durch. Da ist gerade Hausparty beim Sheriff. Alle sind eingeladen. Wisst ihr, was das Schlimmste wäre für einen Sheriff? Mir kommt das gerade wirklich. Das Schlimmste für einen Sheriff wäre wahrscheinlich wirklich, obwohl... Vielleicht hat er... nicht unbedingt Glück. Nee, wahrscheinlich nicht. Das Schlimmste für einen Sheriff wäre wirklich, den Kalifen als Nachbarn zu haben. Ich glaube kaum, wie sehr bereitwillig der Kalif wäre, den Pechgraben hier hinten vom Sheriff anzuzünden. Und wie wir ja wissen, wenn der Pechgraben von anderen, von Verbündeten angezogen wird... angezündet wird. Ich glaube, dass dieser Bereich vom Pechgraben ausreicht, um überzuspringen zur Schenke. Und das tut dann ein bisschen weh. Ein ganz, ganz minimal ein kleines bisschen, wenn der Sheriff in regelmäßigen Abständen brennt. Immer wieder mal kann das aushalten, aber regelmäßig, also hier ist wirklich kontinuierlich, ist so ein leichtes Problemchen. Und apropos brennt, da haben wir Feuerwehrlisten, aber sie gehen nicht weit genug vor. Speichern. Oh hier. Wahnsinn, also Richard hat immer noch Probleme, seinen Turm zu regeln. Also Richard hat gerade wirklich Probleme. Ich glaube, Friedrich, ich nehme mal an, dass es auch mal wieder die Ritter sind, die vorbeikommen. Und oh Gott, das ist ja das Nächste. Kein Wunder, dass Richard zu nichts kommt. Sein persönlicher Spot, um hier Steine abzubauen, wurde von Saladin besetzt. Richard kriegt nur noch Steine von den ganz weit entfernten Stellen und die dominiert Friedrich gerade mit seinen Schützen. Ja, das hat Saladin mal richtig schöne Mittelfinger gezeigt, ey. Der Saladin hat wahrscheinlich schon genug Geld, ne? Das ist einfach nur, die Reichen werden reicher gerade. Ja, das ist halt echt so. Und Richard sitzt auf dem Trockenen, ey. Aber jetzt greift er an. Wenn das... Oh, ich wollte gerade sagen, wenn das mal nicht nach hinten losgeht, genau jetzt kommt Friedrich. Oh, das könnte wirklich... Er hat immer noch nicht den Turm wieder aufbauen können. Wahnsinn. Das ist wirklich... Es kommt gerade kein Stein rein bei Richard. Das ist sein Stein. Ich meine, Richard versucht es beim Sheriff. Hier, oh, das Feuer hat nicht schlecht gesessen. Oh, jetzt kommen sie rein. Das könnte für Richard richtig böse enden. Es könnte sein, dass Richard sich jetzt ins Grab geschaufelt hat. Ja, ich glaube, das war's, wenn jetzt kein gut geschüttetes Pech kommt. Die Truppen kommen zu spät an. Nee, das war's für Richard. Okay. Uff. Das habe ich schon fast kommen sehen. Friedrich hat ihn einfach weggezerrt. Das hat er Friedrich jetzt quasi wirklich allein gemacht. Also Sheriff hat er kommen, großartig. Außer vielleicht die paar Streitkämpfer, die immer wieder angegriffen haben. Ja, jetzt haben wir Saladin alleine gegen... Also Saladin ist an sich stärker als Friedrich im 1 gegen 1. Ob er es wirklich schafft, beide zu besiegen, dann muss er erstmal irgendwie an dem Sheriff vorbei. Und der Sheriff ist ja, wie gesagt, dass der alles wegstecken kann, das ist nicht mehr lustig.
Aber wir haben bald mal wieder einen Angriff, dann werden wir sehen. Und aktuell ist Sheriff immer noch der Schwächere. Ah, da kommt jetzt wieder ein Angriff auf den Sheriff, auf den die Truppen werden halt kaum gedeckt. Obwohl, jetzt kommen die Briten im Bogenschützen, das haut so halbwegs hin. Also beim Richard war es um einiges schlimmer, das Sammeln auf der eigenen Burg. Aber, die kommen trotzdem übelst vereinzelt. Na gut, bei der Tank-DD-Variante nehmen wir mal die Map, bei denen die Abstände noch ein bisschen weiter auseinander sind. Ich glaube, das ist wirklich zu eng. Vielleicht werde ich die aber in Zukunft selbst nochmal zu überarbeiten, da hat Kari Lotus mir auch abgeraten. Weil das ein paar Sachen zerschießen kann. Ja, das könnte wahrscheinlich überspringen, wenn der Kalif das anzünden würde. Ja, das kriegt der Sheriff sehr gut abgewehrt. Ja gut, wir werden dann beim Rematch mal sehen, wenn wir die andere Map nehmen. Da sind die Abstände nämlich ein bisschen höher. Für die Tank-DD-Variante. Dann werden wir sehen. Oh, Angriff von Friedrich. Der von Sheriff wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Diese Reihe an Bogenschützen, die früh genug gemerkt haben. Okay, das wird nichts mit dem Angriff. Aber sind wir mal ehrlich. Ich glaube, selbst ohne diesen Bug mit dem Sammeln hier oben, hätte Saladin keine großen Chancen gehabt, da durchzukommen. Okay, wir haben Friedrich im Angriffsmodus. Saladin hat jetzt ordentliche Reserven, ne? Richtig ordentliche Reserven. Und da hat einmal die Bogenschützen weggeschnetzelt. Saladin hat sehr große Reserven, da eine Weile gegen zu halten. Also ich glaube, bis die Saladin besiegen, vergeht ein bisschen Zeit. Dementsprechend, das könnte ein ziemlich interessantes Match werden beim Tank-DD-Battle. Aber ich würde mal sagen, selbst wenn alles mit dem Sammeln immer funktioniert hätte, hätte Saladin den Sheriff auf jeden Fall bis jetzt noch nicht tot. Das heißt, das wäre so oder so ein 2 gegen 1 geworden, wie hier aktuell. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich kann jetzt nicht zu 100% sicher sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. So, wir haben den Sheriff-Angriff. Ich meine, die Feuerballisten können auf lange Sicht natürlich sehr viel bewirken, wenn sie dann mal wirklich die Türme effektiv räumen. Aber aktuell noch nicht genug Druck auf Saladin, dass das wirklich böse Dinge tut. Die Ritter kommen auch noch nicht allzu weit. Saladin noch ganz gut dabei. Ich meine, rein theoretisch könnte Saladin das alleine noch drehen. Er müsste halt bloß mal... Bei Friedrich müsste halt einer gut buddeln können. Das mit dem Buddeln wird schwieriger, wenn der Sheriff unterstützt. Er müsste wirklich den Sheriff irgendwie overwhelmen. Zum richtigen Zeitpunkt, mit einem guten Angriff. Der darf dann eben nicht festglitschen. Das mit den Mauern sammeln. Warum ist das letzte Zeit so ein Trend geworden? Damals war das nie so ein großes Problem. Die letzte Zeit, wenn ich KI-Kämpfe mache, kommt das so häufig vor. Speichern. Das ist wirklich, weil die neueren Karten immer nähere Abstände haben, kann das sein? Ich meine, ja, hier und da macht Friedrich ein bisschen Aua, aber es geht tatsächlich. Das meiste ist hier gar nicht besetzt. Großartig. Die müssten mal wirklich kombiniert angreifen, um eine Chance zu... Ah, der Bug entsteht. Den haben wir die letzte Zeit auch häufig, ne? Aber hier soll ja tatsächlich Speichern und Laden helfen. Da ist wieder Party. Alle Einheitenmodelle switchen durch. Ja, geil. Kann sein, dass das Spiel letzte Zeit häufiger am Rad dreht. Ist das der neue? Nee, ich glaube nicht, dass der neue Patch irgendein Problem verursacht hat, oder? Ah, besser. Ich habe ja eine neue experimentelle Version bekommen. Okay, eine experimentelle Version vom inoffiziellen Patch. Eigentlich nicht. Es ist die gleiche Version an sich. Es wurde bloß die aggressive KI von Kari Lotus nochmal überarbeitet. Von daher glaube ich nicht, dass irgendwas reingepatcht wurde, was jetzt mehr Fehler verursacht. Vielleicht bin ich einfach nur unglücklich, dass die letzte Zeit so viele Bugs kommen.
lange sind wir jetzt dabei? Eine halbe Stunde ist der Kampf jetzt. Oh ja, das ist eigentlich ganz okay für eine Runde, wenn es jetzt sich halbwegs schnell entscheidet. Wenn es jetzt noch eine halbe Stunde zieht, bis die Saladin knacken können oder Saladin irgendwas vollbringen kann, sieht es natürlich anders aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade gegen den Sheriff ist es vielleicht sogar von Vorteil für Saladin, wenn die Truppen vereinzelt ankommen. Mal alle auf einmal, gerade bei den Feuergräben oder so, die nacheinander auszulösen, ist keine schlechte Idee. Nächster Angriff. Oh, die treffen sich, Saladin und Friedrich. Na gut, dann wird der Angriff jetzt wahrscheinlich negiert. Treffen in der Mitte. Ja, bei Friedrich wird jetzt aktiv durchrasiert. Einmal. Durch die Truppen. Da bleibt nicht viel übrig. Zack. So, den hat er einmal aufgewischt. Okay, die kommen jetzt gerade überhaupt nicht. Sind hier gerade regelrecht despawned oder war das das Feuer? Okay, Friedrich macht ein bisschen Wirtschaftsgebäude kaputt außen. Wäre sowieso der bessere Einsatz. Einfach alle auf die Wirtschaft zu schicken außenrum. Ja, Saladin so langsam ein bisschen mehr in Geldnot. Er hat nicht mehr das unbekümmerte Leben, was er zuvor mal hatte. Sheriff am Angreifen. Kommt aber wahrscheinlich nicht allzu weit. Vor allem, weil die Truppen auch so vereinzelt ankommen, einfach weil Saladin so wenig Angriffspunkte hat. Das kann noch eine Weile dauern, bis der Sheriff genug Schwertkämpfer hat, um da wirklich was zu bewirken. Aktuell verpufft das einfach alles. Huff, puff. Huff, puff. Ah, da brennt's wieder. Noch eine kleine Meuchelmörder. Ja, okay, die Meuchelmörder hier machen auch immer ihr Ding. Ja. Aber ich glaube mal, wenn sich das wirklich reproduzieren lässt, dass das sehr häufig ist mit dem Sammeln, dann nehme ich statt dieser Map lieber in Zukunft wieder die Frontline-Map. Weil da waren die Abstände hoch genug, dass das mit dem Mauernsammeln nicht passiert. Weil das ist etwas, das mir auch bei Königinsturz aufgefallen ist. Da sind die Abstände auch zu nah beieinander, dass die Truppen gerne mal auf ihren, sich auf ihren Bogen sammeln. Was viel Momentum rausnehmen kann. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich nicht sogar wirklich sage, okay, wir machen nach diesem Kampf, ja... Vielleicht belassen wir es bei diesem Video und ich werde am Mittwoch wieder ein Bonus-Video machen. Sowohl mit dem Kampf Tank DD, als auch ein Rematch von diesem Match hier auf der Frontline-Map. Oder ihr könnt gerne mitentscheiden, machen wir es so. Da lasse ich den Kampf erstmal so, wie er ist. Der wird wahrscheinlich auch sowieso noch eine Weile dauern. Außer Friedrich ratzt da jetzt plötzlich einmal durch, aber das glaube ich nicht. Dann entscheidet ihr mal. Entscheidet mal, ob wir davon ein Rematch haben wollen, von dieser Version, oder ob wir gleich zum Tank DD übergehen wollen. Da gibt es ja nochmal ein Bonus-Video am Mittwoch. Wir werden überfallen. Na, das wurde soweit wieder abgewehrt. Ne, das wird eine Weile dauern. Aber ich sehe jetzt auch bei Saladin. Ah, ich bin echt erlegen. Ich würde den Kampf ungern beenden, aber ich bin jetzt echt überlegen, ob ich vielleicht nicht doch jetzt beende und gleich das Rematch mache. Ah, wohl. Gerade jetzt gegen Friedrich. Es ist gerade niemand zum Buddeln da. Das ist das größte Problem. Oh, voll. Okay, jetzt brennt Saladin seine eigenen Truppen ab. Ja, die Butler kommen leider nicht durch. Weil auch noch vom Sheriff gedeckt. Aber das macht durchaus ein bisschen Aua. Sheriff greift an. Na doch, Saladin hat durchaus ein größeres Angriffspotenzial. Nee, dann würde ich das nochmal rematchen mit der anderen Map. Die zu nahen Abstände sind problematisch.
Ich bin wirklich stark im Überlegen, weil der Kampf könnte sich jetzt wirklich noch eine halbe Stunde ziehen. Ich meine, es ist auf eine gewisse Weise spannend, aber wenn jeder zweite Angriff, oder fast jeder Angriff von Saladin auf irgendeine Weise festhängt, danke, nein. Okay, da kam mir gerade so eine kleine Meldung ins Gesicht gesprungen. Schön. Ich weiß nicht, ist der Kampf überhaupt noch auf irgendeine Weise aussagkräftig? Weil, wie gesagt, Saladin hängt jetzt mit fast jedem Angriff irgendwie fest. Was ihn stark benachteiligt und seine einzige Chance, dass der Kampf überhaupt noch spannend wird. Weil ansonsten ist es ja ein Bashen auf 2 gegen 1. Und zwar bis Saladin. Ich schaue mir mal noch den nächsten Angriff an. Wenn das wieder so eine Katastrophe wird, dann müssen wir da wirklich. Dann würde ich sogar jetzt einfach abbrechen. Macht es keinen Sinn, den zu Ende zu führen. Dieses Sammeln auf den Mauern ist wirklich doof. Vielleicht wäre es anders, wenn die Positionen getauscht wären. Leicht anders vielleicht. Oh, großer Friedrich-Angriff. Ein Friedgriff. Aber die Sache ist halt wirklich die, jetzt eine halbe Stunde lang den Kampf zu Ende führen zu lassen, weil die ewig lang nicht aneinander vorbeikommen. In dieser Zwischenzeit hätte ich auch das Rematch gemacht, ne? Aber ich gucke mir noch einen Angriff vom Saladin an. Dann wird es quasi restartet, sollte das zu doof sein. Dann wird es trotzdem extra Video am Mittwoch geben, und zwar für die Tank-DD-Variante, weil für die ist dann wirklich keine Zeit mehr heute, wenn wir jetzt das Rematch gleich sofort machen. So viel zum Thema, ich wollte euch die Entscheidung überlassen, aber ich glaube, das ist jetzt gerade wirklich die beste Lösung für alle. Video vorsliden. Piu, 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 piu. Das ist auch gar keine so schlechte Dominanz hier. Das ist echt keine schlechte Dominanz. Ja, Saladin, greif nochmal an, bitte. Okay, der braucht ein bisschen. Der wird echt ziemlich zermürbt, kann das sein? Ah, Sheriff greift an. Das könnte natürlich nach hinten losgehen, wenn Saladin dann gleich den Gegenangriff macht. Vor allem, Sheriff erreicht wirklich nicht viel bei Saladin, ne? Okay, die Feuerballisten könnten was tun und die Armbrustschützen später, wenn sie weiter vorkommen. Aber bis dahin. Ja, die kommen halt einfach viel zu vereinzelt an, weil Saladin zu wenig Angriffspunkte hat. Das ist schon böse. Das klappt nur in Kombination mit Friedrich vielleicht. Aber Friedrich sagt gerade nein. Also selbst wenn dann diesen, also ich würde diesen Kampf eigentlich nicht zählen, aber selbst wenn man ihn zählen würde, würde ich schon fast sagen unentschieden. Wir brauchen jetzt so lange. Klar würde Saladin auf, keine Ahnung, noch eine halbe bis zwei, drei Stunden vielleicht irgendwann fallen, aber er schlägt sich gut genug und ist immer noch recht gut dabei. Und man kann sich eh nicht einschätzen, wie bei diesem Kampf Saladin sich schlagen würde, wenn seine Truppen sich richtig sammeln würden. Von daher würde ich sagen, dass ein Unentschieden für dieses erste Match eigentlich angebracht ist. Wenn unbedingt Leute eine Wertung haben wollen. Gibt ja einige, die sind ein bisschen ziemlich pfiffig dahinter. Oh, Sheriff mit echt nicht vielen Truppen. Aber gut, gute Geldreserve. Das sollte eigentlich schnell wieder aufgebaut sein. Oh, Saladin hält sich hier halt aktuell echt noch, ne? Muss man ja wirklich sagen an der Stelle. Der Bub, der weiß Bescheid. Friedrich greift an. Okay, so ein Gegenangriff. Gut, so ein Gegenangriff auf Friedrich. Das bringt halt nur was, wenn die Buddeltruppen buddeln können.
wenn die Buddeltruppen ihr Buddeltruppending machen. Ansonsten könnte Saladin bei Friedrich allerhöchstens irgendwie dafür sorgen. Yes, wir werden dann alle weggebrannt. Obwohl, okay, da vorne ist jetzt einfach mal alles weg. Wenn jetzt dann der Sheriff nochmal angreifen würde, dann könnte der jetzt sogar halbwegs was erreichen. Aber so, Oh, mach die Treppe weg. Ja. Dieses Knabbern ist natürlich schon wirtschaftlich gemein. Sheriff bald auch wahrscheinlich wieder am Angreifen. In der Zwischenzeit schießen sogar die Tribocke, wenn die hier noch knabbern. Durchaus nicht schlecht. Ja, das hat jetzt ein bisschen Schaden angerichtet, tatsächlich. Aber wie gesagt, den einen Angriff von Saladin würde ich gerne noch abwarten mal. Einen würde ich noch gerne beobachten wollen. Vielleicht wird es ja jetzt besser, wo die Türme weg sind. Das wird jetzt auch eine Weile dauern, bis da die Steine geliefert werden, dass die Türme ersetzt werden. Ah, Angriff vom Sheriff. Dieser Angriff vom Sheriff könnte jetzt sogar ein bisschen sitzen. Unter Umständen. Die ganzen frontalen Türme sind weg. Wie einfach keine der Ballisten besetzt ist. Oh, jetzt wird ja auch mal gut gebuddelt. Nicht schlecht. Ich meine, sehr viel erreicht wird jetzt hier trotzdem nicht wahrscheinlich. Oh, okay, die Armbrustschützen hier machen aber einen ganz guten Job. Und die Wirtschaft wird, okay. Es kann sein, dass Saladin jetzt relativ schnell drauf geht. Ich meine, na gut, er hat seine ganze Angriffstruppe noch drin, aber er wird wirtschaftlich jetzt wahrscheinlich leer laufen. Schon allein, weil Friedrich jetzt wahrscheinlich auch bald wieder angreifen wird. Jetzt wird er hier in so einem Dauerfeuer gehalten. Okay, jetzt kann ich den Kampf für die Statistik auch noch zu Ende laufen lassen, weil ich sehe, jetzt ist so Ende Saladins gekommen. Aber ich würde es trotzdem nicht zählen und wir machen trotzdem noch ein Rematch. Aus offensichtlichen Gründen. Ob sich was dran ändert durchs Rematch, weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall eins machen. Okay, da wird weiter geprügelt, dort wo der Turm entstehen soll. Das macht auch wieder wirtschaftlich Aua. Steinlieferung wird abgefangen. Eigentlich müsste Friedrich bald angreifen. Zumindest wird da, glaube ich, nicht mehr sehr viel fehlen. Irgendwie halt immer noch da außenrum alles kaputt ist. Das ist halt auch ein bisschen zum Nachteil für Saladin. Dadurch, dass so wenig Angreifpunkte bei ihm in der Burg sind, gibt es mehr Truppen, die sich aufs Wirtschaftsstören auslegen und lieber außenrum angreifen. Ah, jetzt sind auch mal wieder die Türme da. Saladin ist jetzt fast wieder aufgebaut. Es könnte aber auch sein, dass es bald mal eine Kombinationsangriff von beiden gibt oder so. Ja, okay, es ist doch irgendwie interessant genug, das doch noch weiter zu beobachten, weil das sieht jetzt nicht nach einem ewigen Unentschieden aus, sondern wirklich, dass jetzt mal gleich was passiert. Auch wenn Saladin halt seine Angriffsarmee noch drin stehen hat. Da kommt echt ordentlich was. Die Tribocke sind gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Butz. Ein Turm kaputt, der zweite, die Tribocke zu schießen, das ist halt die ganze Zeit. Wenn jetzt der Sheriff relativ kurz danach noch angreift, was wohl wahrscheinlich wirklich der Fall sein wird. Weiter am Wirtschaft kaputt machen. Ja, die ganze Nachhut, wie viel das noch sind. Ja, Sheriff greift jetzt auch an. Oh, da ist offen. Ich meine, jetzt Saladin wird jetzt den Häcksler anwerfen, aber Sheriff kommt jetzt gleich rein mit allem, was er hat. Und das könnte ziemlich... Oh, er hat zugemacht. Okay, da waren jetzt Meuchelmörder. Okay, die hacken jetzt trotzdem auf die Mauer ein, oder? Sogar ziemlich schnell. Alter Falter. Alter, jetzt hat sich da der übelste Block gebildet. Aber Saladin hat den stärkeren Blob. Dieser Blob hatte die Macht. Aber, Saladin hat einfach alle seine Außenwirtschaft verloren, wenn ich das so richtig sehe. Und noch viel mehr.
Ja, ich glaube, das wird jetzt bald gewesen sein. Na gut, dann das können wir doch zu Ende laufen lassen. Jetzt gibt es dann eh noch, komm, das eine Rematch mache ich jetzt trotzdem noch dann. Hatte trotzdem seine Wertigkeit, der Kampf. Schon vor allem, weil der Anfangskampf schon echt cool war mit den verschiedenen Angriffen. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal sehen wollen. Und zwar mit einem Saladin, der auch wirklich gescheit angreifen kann. Weil, ja, ich meine, es... Nee, du kannst den Sheriff nicht effektiv angreifen, wenn die Truppen tröpfchenweise reinplätschern. Klar kannst du damit weniger Feuer auslösen, aber wenn die Truppen nacheinander ins Feuer reinrennen, bringt das halt auch nichts. Vor allem, weil es halt Feuerwerfer sind und weniger die Pechgeräten. Und hinzu kommt, dass die Briten Bogenschützen halt in einer Tour angreifen müssen. Wenn die Briten Bogenschützen in einen großen Bulk reinreiten, dann können sie es halt wirklich schaffen, die Feuerwerfer abzuschießen. Viel effektiver. Dass dann die Truppen auch wirklich Schaden machen. So wie hier nimmt Saladin einen Großteil vom Angriffspotenzial weg. Auch, dass die Belagerungsgeräte kaum gedeckt werden und so. Die werden schon gedeckt, aber nicht so gut, wie es sein könnte. Ich sammle mich auf der Burg, Bug ist bei... Das heißt, der Bug, einfach das Problem damit, ist bei Richard schlimmer gewesen, jetzt gestern beim Stream. Aber es ist halt trotzdem noch schlimm bei Saladin. Im Allgemeinen. Das würde ich so behaupten. Saladin hat halt immer noch massive Truppenreserven. Also gerne ich den Kampf noch zu Ende gucken würde, aber so langsam wird es dann doch ein bisschen knapp. Ich meine, die Wirtschaft von Saladin ist jetzt, er kann halt nicht mehr großartig aufbauen. Und kann auch nicht mehr wirklich angreifen, das ist das Problem. Aber er hat immer noch so viele Truppenreserven, dass er da eigentlich alles abwehrt aktuell. Was sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Wie lange hätte ich noch? Ja, so eine knappe Stunde könnte ich schon noch aufnehmen, so ist es nicht. Nur, könnte ein bisschen knapp werden. Ich wollte dort noch einkaufen gehen. Ja, Friedrich bald wieder am Angreifen. Müsste jetzt soweit sein. Ich habe einen kleinen Ruckler. Ich habe eine Erschütterung der Macht gespürt mal wieder. Da weißt du, dass Friedrich was vorhat. Oder Emes Mutter hat sich wieder hingesetzt. Das kann auch eine Alternative sein. Es gibt fährt auch nur so ein ganzes Beben durchs ganze Reich. Ja, zwei Tribocke, die schießen können. Boah, die Armbrustschützen, die könnten tatsächlich was bewirken hier. Nein, die gesamte vordere Front ist geräumt. Jetzt wird hier durchgeknabbert und aufgebuddelt. Zeit für einen Knoppers. Jetzt ja selbst hier... wo die hinten die Feuerwerfer machen noch ihr Feuerwerfer-Ding. Aber auch nur an der Stelle. Nur an dieser Front hier. Und da ist offen. Oh, ja, jetzt brennt er sich seine eigenen Truppen weg, ne? Oh, ganz knapp doch nicht. Oh, jetzt kommen noch zum Blob die Streitkolbis von Sheriff. Da brennt's wieder. Oh Gott. Ja, jetzt das Feuer... Hat Saladin ein bisschen das Leben gerettet, aber jetzt ist halt wirklich nichts mehr. Also der nächste Angriff wird es auf jeden Fall. Oh. Alles weg. Ja, jetzt machen die Ritter noch den Rest. Das Ding sollte sehr schnell erledigt sein. Das ist einfach nur noch die Ruine, ey. Wahnsinn. So, Friedrich.
Ihr könnt hoffentlich verstehen, dass ich jetzt Saladin nicht anfeuere, weil das würde bedeuten, dass das Match noch über eine Stunde gehen würde, wenn Saladin jetzt ein Comeback starten will. Ein erfolgreiches. Das können wir jetzt noch zu Ende führen. Der nächste Angriff wird sich entscheiden. Oh, das könnte sein, dass der Sheriff den sogar früher führt. Diesen Anus Griffus. Wir wollen alle so rein, aber es reicht einfach nicht. Reicht aber, um die Wirtschaft unten zu halten. Da wird einfach nichts mehr gebaut jetzt. Ah, ich glaube, der Sheriff wird es zuerst holen, weil seine Streitkonkurrenten das einfach machen werden. Da kommen sie rein. Guten Tag. Ja, das war's. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Doch seid ihr. Jetzt zum Ende wird es schon echt böse. Ich ergebe mich eurer Gnade. Richard war ziemlich schnell weg, ne? Okay. Dann würde ich mal sagen, gibt's noch einen extra. Ja, jetzt sind einfach noch ein extra Kampf. Ich glaube, da müssen wir nicht mal großartig schneiden, weil das ist ruckzuck eingestellt. Und zwar möchte ich statt dem Throne of Lies, möchte ich bitte unsere alten Frontline haben. Da können wir ja das Hyklos hat ja eh nichts, keinen Unterschied gemacht. Normale Frontline, Saladin, Richard. Ich mache die gleiche Aufstellung wie vorher, aber hier sind die Distanzen besser, ne? Das ist viel, viel besser. Okay, ich würde sagen, Rematch kommt sofort. Okay. Wir haben unser gutes altes Richard Saladin gegen Friedrich Sheriff. Nur diesmal ein kleines bisschen angenehmer bezüglich. Ich hoffe, die Bogen können sich gescheit aufbauen. Scheint zu klappen. Die sind ein kleines bisschen näher dran, merke ich gerade. Aber immer noch so, dass es funktioniert. Gut. Hier unten sollte eh alles funktionieren. Ah. Saladin mit einer anderen Burg. Ansonsten alles wie gehabt, glaube ich. Gehabt, selbst ohne Abt. Ja, aber hier sollte, glaube ich, nichts mit Sammeln sein. Jetzt sammelt er sich trotzdem da, ne? Ja, dann resigniere ich. Okay. Aber ich würde sagen, Rematch jetzt ist, glaube ich, effektiver, zu sagen, wir machen das extra Video dann eben, das Tank- und Supporter-Spiel. Oh, Richard mit einem Angriff auf Friedrich, interessanterweise. Ja, ich muss sagen, die höheren Distanzen sind schon echt, echt viel angenehmer. Ja, schon mal bei Friedrich ein bisschen Schaden angerichtet, nicht schlecht. Da könnte ich dann vielleicht sogar die Aufstellung fürs Thumbnail verändern. Dass man sogar im Thumbnail gleich sieht, wer Tank und wer Support ist. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Wenn ich ein 2 gegen 2 mache, dann bei 2 gegen 2 haben wir uns ja mittlerweile festgelegt, dass es eine Tank- und Support-Variante gibt. Vielleicht mache ich dazu wirklich immer ein extra Video drauf, dass das dann einfach noch direkt am Mittwoch die Woche drauf kommt oder so. Finde ich in der Hinsicht halt nicht schlecht. Damit wir nicht immer solche riesen 2-Stunden-Schinken haben wie in der Vergangenheit. Und im Grunde kriegt er trotzdem in einer Woche den gleichen Content. Das ist ein bisschen verzögert, aber es steht ja nicht hinten an. Ah gut, okay. Wie oft? Vielleicht für die ferne Zukunft, aber die KI-Kämpfe werden jetzt eh nicht mehr sehr lange gehen. Es dauert nicht mehr sehr lange. Ich würde sagen, maximal noch einen Monat von jetzt an, wenn überhaupt. Und dann gehen ja schon die, wahrscheinlich die Kreuzzugmärsche los. Beziehungsweise, die Kreuzzugmärsche mit aggressiven KI. Es sind ja 2. Oh, wir haben ein großes Sammeln in der Mitte. Der Sheriff will auch mitmachen. Jetzt geht gerade wirklich auf Friedrich alles. Alle lieben Friedrich. Friedrich mittendrin. Aber Friedrich hält. Oh Gott, die Karawane.
Und diese Katapultkarawane kann halt Friedrich wehtun, weil es sind keine Sniper-Ballisten da. Ich meine, die Mang, ja gut, glücksbasiert. Manchmal ist das Glück halt dem Verteidiger hold. Aber nicht immer. Oftmals ist es auch Richter Alexander, ne? Jetzt halt. Okay. Wir sehen hoffentlich bald mal. Alter Falter, soll er jetzt auch mit gut katapulten? Und Sheriff kontert mit einer Balliste, die da wirklich alles verändern könnte. Wir sehen einen Angriff auf den Sheriff. Oder doch wieder auf Friedrich. Und Sheriff greift zurück an. Okay, es wird gerade ein bisschen wirrwarr, aber es funktioniert. Es passieren Dinge. Das ist schon mal anzumerken. Oh, wir sehen. Okay, das geht aber auf Friedrich. Das hat ja letztes Mal auch funktioniert. Nee, es ist wieder geswitcht irgendwie. Oh, die Feuerballisten könnten wehtun. Es könnte sein, dass hier wirklich Richard Saladin dominieren. Ich würde es nicht aus. Wie die sofort selbstverständlich durchlaufen. Als wäre das so ganz klare Sache, dass jetzt das Tor aufgeht. Oh, Richard mit dem nächsten Angriff wieder. Also jetzt kommt wirklich einer nach dem anderen hier. Aber auch Friedrich greift an. Ja, das ist schon ein interessanter Kampf, wenn da noch die Dynamik am Anfang ist. Also, es wird halt langweiliger in der zweiten Hälfte, wenn einer besiegt ist und dann gräbt sich der letzte Überlebende ein und verteidigt ewig lang. Aber solange jetzt am Anfang die Dynamik drin ist, ist der Kampf echt geil. Ja, Friedrich wird nicht weit kommen. Richard auch nicht. Das sind noch überspringt die Überreste von der Angriffsarmee. Okay. Oh, du. Hat das. Also entweder hat es Friedrich mit seiner Feuerballiste im Angriff geschafft, ihn anzuzünden. Oder es war ein Sklave vom Sheriff. Weil der schickt ja auch hier und da ein paar los. Neben den Streitkolbenkämpfern. Eins von beiden. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Oh, jetzt kommt gleich nochmal. Herr Richard steht gerade wieder richtig unter Druck hier. Aber das kriegt Richard doch soweit abgewehrt. Auch wenn es wirtschaftlich wieder wehtut. Aber gut, hier sind mehrere Steinbrüche hinten dran. Also und auch Eisenminen. Also bei dieser Map kann Richard nicht so schnell leerlaufen. Damit sie auch nicht Steinbrüche geklaut bekommen vom Saladin, ne? Das war eine arg gemeine Aktion. Muss man wirklich sagen an der Stelle. Dies war von außerordentlicher Bosheit und Fiesheit. Ja, guckt mal, das nenne ich Sammeln. Oh, viel besser. Eieieiei. Okay, Saladin, dann zeig mal, was du jetzt kannst. Jetzt ein Tier, damit kann man auch. Hier, jetzt kann Saladin so viel effektiver. Gut, es sei denn, die knabbern alle auf den Mauern rum. Aber die ersten Feuerwerfer können auf jeden Fall ausgeschaltet werden. Und vielleicht trifft es ja zufälligerweise trotzdem mal einen hinten. Saladins Chancen sind auf jeden Fall gestiegen, beim Sheriff was zu erreichen. Um einiges. Dafür sammelt sich Friedrich jetzt aber total seltsam. Aber bei dem ergibt es. Das ergibt keinen Sinn. Bei ihm kann es an der Distanz kann es nicht liegen. Hört's mir halt auf. Nein! Ja, die Ritter machen trotzdem ihr Ritterding. Das Zerrittnis. Nicht Zerrücknis, ein Zerrittnis. Oh, Richard zum Gegenangriff. Richard kann ja durchaus was erreichen, wenn er mit seinem Pikinieren da vorne jetzt mal den Burggraben aushebt. Und hätte er fast geschafft, nicht die Fallen stehen da noch ein bisschen im Weg, ne? Ansonsten wird da gerade alles nach. Das wissen längst noch nicht mal Truppenzahlen, die Friedrich gefährlich werden können. Und Sheriff auch noch nicht. Mit Saladin genauso wenig. Der Einzige, der jetzt wirklich halbwegs anfällig ist für die frühen Angriffe, ist Richard noch. Weil es in Defensive halt einfach nicht wirklich gut ist. Sheriff im Angriff. Das kriegt Richard aber ganz gut abgewehrt. Wir werden überfallen! Ah.
Okay, also Friedrich wird quasi komplett Wind aus den Segeln genommen für seinen Angriff. Die ganzen Belagerungsgeräte bleiben stehen. Jetzt geht's rüber. Sheriff hat vor kurzem erst angegriffen. Hier, das ist was ganz anderes, wenn die Bogenschützen mal gescheit ihren Job machen. Okay, außer sie knabbern wieder an den Wellen rum. Okay, Feuer wurde ausgelöst. Nicht schlecht. Der eine Feuerwerfer hier wird halt immer noch Nemesis sein. Bei Richard wurde ein bisschen was erreicht, aber nicht die Welt. Aber jetzt sieht es mal ganz anders aus, das Spielfeld hier. Ja, das kriegen die noch ganz gut hin. Ich meine, die Ritter von Friedrich erreichen halt um einiges mehr als die von Richard. Schlicht und ergreifend, weil hier Richard keine Armbrustschützen hat zur Verteidigung. Allgemein, das Team hat keine Armbrustschützen hier unten. Die Belagerungsgeräte lassen sich gerade abschießen. Nur Bocky hat es teilweise geschafft. Ach, Richard ist halt auch wirklich noch weit davon entfernt, halbwegs gut eine gute Menge an Angriffstruppen zu haben. Ne? Das ist wirklich noch eher so eine Scharmützelgruppe. Da muss noch mehr passieren. Manche nennen es Vorhut. Ich würde eher sagen, das ist eine Nachmütze. Speichern. Keine am Horten, das ist schon mal gut. Keine Horticulture. Saladin? Ich hab's genau gesehen. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Ich kenne dieses Meme von diesem einen Kind, was erwischt wird, was dann so, immer so schaut und so wegguckt. Das ist Saladin gerade, ne? Ich hab's genau gesehen. Das war jetzt dein Verdienst. Richard hat hier einen Feuergraben? Deswegen brennt es oftmals so stark. Wenn Richard verteidigt. Da haben wir schon gedacht, es ist doch März, die Pechgräben brennen dürfen. Alles klar. Wir setzen Saladin auf die Liste der Verbündeten, die du nicht in deiner Nähe haben willst. Oh, das ist... Oh, Doppelangriff. Doppelangriff. Autsch. Ja, das ist schnell auf. Bocky hat auch seinen Spaß. Und da ist die Burg offen. Das könnte Richard aber trotzdem schaffen. Er hat gut was an Truppen und... Oh, dieser Angriff von Saladin könnte Potenzial haben. Jetzt schön dort, wo der Sheriff nichts mehr hat. Je nachdem, wird sich zeigen. Ja, Richard bekommt es abgewehrt. Ich meine, da ist jetzt offen, aber bräuchte es eher das da hinten. Ja, wenn die berittenen Bogenschützen nur diesen einen Feuerwerfer wegmachen würden, wisst ihr, wie schnell der jetzt durchkommen würde? Aber so wird das wohl nix. Nö, nö, nö. Oh, oh, no, no, no. Aber beim Sheriff wird Schaden angerichtet, ne? Richard lebt noch. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt so quasi ein kleiner Trade gewesen. Vor allem, weil die Meuchelmörder jetzt hier auch ein bisschen was erreichen können vielleicht. Ja, zack. Einmal Stein kaputt. Jetzt sind ja auch Katapulte, die ein bisschen weiter reinschießen und Schaden anrichten. Ja, der Sheriff hat jetzt nicht den Schaden seines Lebens erlitten. Richard hat am meisten Schaden eher von Saladin erlitten gerade vorhin. Das ist aktuell noch ein spannender Schlagaustausch. Das Match gefällt mir. Das Match gefällt mir echt. Speichern. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, entweder hat es Friedrich mit der Balliste geschafft oder Sheriff mit dem Sklaven. Beides war falsch, wie es aussieht. Es war doch Saladin. Ich wollte ursprünglich noch sagen, es ist ausgeschlossen, dass jemand Richard von seinem Verbündeten angezündet wird, weil Richard eigentlich keine Pechgräben einsetzt. Aber ich glaube, Richard macht mit seinen aggressiven Burgen Pechgräben, die zumindest von den Baumeistern ausgelöst werden. Oder eben von Saladin, was nicht unbedingt die bessere Variante ist. Ganz und gar nicht. Klamp, 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 klamp. Wir werden überfallen. Das Problem ist ja, dass es im Spiel keine Pechgraben-Zugehörigkeit gibt. Ein platzierter Pechgraben gehört nicht dem oder diesem Spieler. Klar kannst du selbst wieder löschen, als derjenige, der ihn gezogen hat. Aber der Pechgraben quasi geht in den Besitz von dem Spieler über, der ihn anzündet.
Dementsprechend nur derjenige, der, also derjenige, der den Pechgraben anzündet, bekommt auch die Kills quasi gut geschrieben am Ende bei der Statistik. Das heißt, man müsste wirklich gucken, die einzige Möglichkeit, das zu beheben, ist, wenn man irgendwie abschalten könnte, dass Pechgräben an sich Gebäude anzünden können. Egal von wem angezündet. Aber ich glaube, das würde an sich einfach sich mit der Feuermechanik im Spiel beißen. Obwohl, durch die Feuermechanik, das ist ja auch ausgestellt bei eigenen. Das müsste man irgendwie hinbekommen, dass es allgemein ausgestellt ist, dass Pechgräben irgendwas anzünden können. Na, Sally und Richard greifen wahrscheinlich bald wieder zusammen an. Ne? Gemeinsam. Hand in Hand. Ah, Richard mittlerweile mit einer ganz ordentlichen Anzahl. Das kann aber auch nach hinten losgehen, weil Friedrich bald wieder angreifen wird. Wenn Saladin jetzt noch unterstützt, dann könnte das durchaus eine Chance ergeben. Hier. Oh, Friedrich greift Richard an. Das kann richtig böse nach hinten losgehen. Ja, jetzt greift Saladin an. Hilft auch ein bisschen gegen die Armbrustschützen. Wir haben Geräte. Aber offen ist er noch nicht. Das könnte Richard überleben. Sheriff überlebt es wohl auch, einfach nur, weil er das Glück hat, dass er immer noch hier, dass das Tor aus ganz knapp überlebt. Andererseits, die Feuerwerfer werden da auch viel machen. Alle knabbern sie hier rum. Ja, das überlebt Richard. Puh. Okay, das Spiel geht noch weiter. Das ist ein cooles Match. Das ist ein cooles Match. Es wird wahrscheinlich langweiliger, sobald der erste fällt. Muss auch ein bisschen drauf ankommen, wer. Wenn es Richard wieder zuerst fällt, dann könnte es wieder so lange dauern wie letztes Mal. Wenn der Sheriff zuerst fällt, nur noch Friedrich übrig ist, das könnte dann relativ schnell gehen. Kombinierter Saladin-Frichard-Angriff, so sollte Friedrich sehr schnell fallen. Richard für die Buddelstreitkräfte, Saladin für die Bogenschützenunterstützung und noch mehr Panzerstaffel dazu. Dann wird das. Aktuell ein bisschen Ruhe an der Front. Okay, ich meine, Friedrich macht immer wieder mal ein kleines bisschen Steinbrüche kaputt und so Zeug. Kann man ja mal machen. Lasst ihn, wenn er Spaß hat. Angriff vom Sheriff, was auch nach hinten losgehen könnte, wenn Saladin wieder... Wie gesagt, Saladin müsste nur einmal zufällig den einen Feuerwerfer erwischen, oder? Ja, das Tor ist halt auch nicht mehr lange, ne? Also das könnte mal wirklich richtig nach hinten losgehen. Dass der Sheriff jetzt seine ganzen Truppen weg hat und Saladin macht einen Gegenangriff und stürmt einfach schnell durch. Oh, Richard... Doppelangriff. Richard Saladin... Aber während Friedrich kommt. Oh, wisst ihr, was jetzt wirklich der größte Abschuss wäre? Ich glaube, die kriegen es nicht auf hier. Wisst ihr, was der größte Abschuss wäre? Wenn es jetzt ein Doppelkill gibt. Okay, Friedrich hat seine Chance verspielt, Richard umzunatzen. Was zur Hölle? Habt ihr es gesehen? Alle verbrannt. Ein König, der sich in der Burg versteckt. Ah, er hat seine Truppen zurückgezogen. Doch verstecken muss ich mich. Danke, Saladin. Dankeschön. Wirklich freundlich. Nee, mir ist warm genug. Passt schon. Hätte Richard seinen Angriffstruppen? Nee, ich glaube, das hätte trotzdem nicht zum Kill geführt. Ah, so ein Doppelkill wäre jetzt cool gewesen. Also, Richard Natz, hier Richard Saladin Natzen hier Sheriff um, aber gleichzeitig wird dann Richard umgenatzt kurz darauf von Friedrich. Und dann hätte man 1 gegen 1. Ja, Friedrich hätte Richard killen können, aber er hat ja 100 bis 200 Schwertkämpfer hier in dem Frontalenfeuer verloren, die sich alle hier gesammelt haben. Und beim Sheriff, die haben es nicht geschafft, dieses Tor aufzukriegen. Zumindest Saladin alleine. Richard hat sich mitten beim Angriff zurückgezogen. Ja, alles ist noch drin. Jeder ist noch da.
Das größte Problem ist, Saladin verspielt viel Potenzial, indem er mit seinem Bogenschützen links lang reiten will, an Friedrich vorbei. Wenn er die da so rechts lang schicken würde, dann wäre die Chance, dass da wirklich mal kritisch was wegräumt, was gefährlich ist, viel, viel höher. Höher. Hört, hört. Aber ich glaube, jetzt wird Richard ein bisschen brauchen, um wieder anzugreifen. Schon alleine, weil er ein bisschen was von seinen Truppen verloren hat wieder. Speichern. Der hat nicht alle verloren, hat welche zurückgezogen, aber... Truppentechnisch hängt er ein bisschen hinterher. Und hier ist es seine panikrekrutierten Bogenschützen, sind jetzt in großer Menge jetzt hier als Patrouillen unterwegs. Ha, ha, ha. Alter, Saladin, ey. Okay, wer macht den ersten Zug, ne? Ah, okay, Saladin und Richard greifen im Team an, während der Sheriff rausgeht. Und die Britner Bogenschützen machen sogar einen halbwegs guten Job, auch wenn sie nicht hier durchkommen. Okay, okay, und Friedrich kommt auch. Okay, wir haben gerade eine mega große Schlacht hier in der Mitte. Und hier kommt Doppelangriff von der Seite. Ey, das ist ein geiles Match, das ist gut. Jetzt müssten die halt bloß noch ein bisschen des Tors anknabbern, dann hätten die Chance, da überhaupt beim Sheriff durchzukommen. Okay, Sheriff zieht sich mit seinen Truppen zurück. Richards Truppen kommen, könnten aber sein, dass sich Richards Truppen auch zurückziehen, sobald Friedrich nah genug dran ist. Hier passiert zu viel gerade. Es muss nur einmal das Tor ausfallen. Hier, das bisschen, was da rumknabbert. Zack, offen. Es kann sein, dass sich jetzt Richard zurückzieht, kurz vorm Kill. Ohne Scheiß, das könnte jetzt passieren. Wobei andererseits kurz vorm Kill... Ja. Nee, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, war das knapp. Es waren wirklich nur noch ein paar von Richard übrig. Wenn der sich früher zurückgezogen hätte, nur eine Sekunde früher. Und jetzt fällt Richard. Aber wirklich nur eine Sekunde. Das Feuer rettet ihn. Das Feuer rettet ihn. Das Feuer rettet ihn, oh mein Gott. Aber hätte sich Richard nur eine Sekunde, ein paar Sekunden früher zurückgezogen, hätte der Sheriff überlebt. Und nicht nur das. Es waren Sheriffs Truppen, die zurückgekehrt sind, sind auch fast wieder da gewesen. Und hätte der Sheriff mit seinen paar Schwertkämpfern hier mit angegriffen, hätte es wahrscheinlich auch Richard gelegt. Also hätte der Sheriff das knapp überlebt. Das war ein ultra knappes Ding. Also das war jetzt mega knapp auf beiden Seiten. Ich glaube, ich habe nur. Das ist eine der bestgebalanceden Kämpfe bis jetzt, ne? Bis zu diesem Punkt. Jetzt hat Friedrich ein bisschen die Badekappe auf. Mega! Ich hoffe, die Tank-DD-Variante wird auch so spannend. Ich bin froh. Ich bin richtig froh, dass ich das Rematch gemacht habe. Das hätten wir jetzt alles verpasst, hätte ich das nicht gemacht. Ich will mich ja nicht loben. Nee, überhaupt nicht. Jetzt wird Friedrich wahrscheinlich relativ schnell fallen. Außer Friedrich schafft es vielleicht doch mal. Also jetzt kriegt halt eine zu natzen, aber im Duell gegen Saladin, ich wage es zu bezweifeln, dass der da irgendwie was noch machen kann. Aber Richard ist echt am Boden. Also wirklich noch ein Angriff von Friedrich und Richard wäre vielleicht weg. Aber es ist halt wirklich, Richard ist wirklich kurz vorm Exitus jetzt gewesen. Das war ein mega guter Kampf. Mega. Das ist die Unterhaltung, die wir sehen wollen. Oh, Saladin haut bald wieder raus, aber das gleiche gilt für Friedrich. Speichern. Wisst ihr, ich habe jetzt gerade richtig Angst, dass irgendwas abschmiert. Mein PC oder sonst. Selbst wenn ich jetzt hier speichere, kann vielleicht noch der PC abschmieren. Also, weil ich fühle mich gerade in dieses Match zurückerinnert vom Turnier. Das war doch, glaube ich, hier Emir Abt gegen Richard Kalif? Oder Richard. Wer war Richard im Team? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das Team, wo Richard war, mit dem Team, wo Emir drin war. Wo auch dieses Hin und Her war, wo die sich gegenseitig genockt haben. Und das war ultra spannend bis zum Ende. Und dann schmiert am Ende das Spiel ab. Das war richtig tragisch. Okay, Saladin wird hier gerade geschnetzelt mit seinen Pferdchen.
Jetzt gibt es hier gerade eine Feldschlacht. Und Friedrich hat seine Chance verloren, Richard kaputt zu machen, weil das reicht jetzt nicht mehr. Hinten und vorne nicht mehr. Aber Saladin hat natürlich auch seine Möglichkeit verloren, Friedrich gut kaputt zu machen. Und Richard kann sich besser aufbauen. Ja, Richard ist wieder im Spiel. Alrighto. Nee, ich glaube, Saladin alleine ist der Einzige. Also von diesen ganzen vier Leuten, einfach weil Saladin auch der Stärkste ist hier, von allen, die es sind. Saladin ist der Einzige, dem ich noch ein bisschen Comeback-Potenzial zutrauen würde, wenn sein Verbündeter stirbt. Und es ist noch gegen zwei. Alle anderen... Friedrich könnte es funktionieren, wenn das Timing stimmt gegen Richard, aber ich, wie gesagt, ich wage es zu bezweifeln, dass Friedrich dann Saladin im 1 gegen 1 besiegen kann. Richard greift an. Zack, alle Truppen kaputt. Alles klar. Saladin braucht noch ein bisschen zum Angriff. Ein kombinierter Angriff von beiden wäre natürlich das Praktischste. Weil das eben dazu führen würde, dass man einen hat, der buddelt und einen, der durchbricht. So wird es etwas schwieriger. Alter, die werden ja trotzdem weggeschossen wie sonst was. Wenn Friedrich mal voll besetzt ist, dann ist seine Verteidigung echt stark. Deswegen meine ich ja, Friedrich hat richtig Potenzial zu tanken, vor allem noch mit dem Burggraben. Aber ich glaube, das allergrößte Problem ist gerade gegen Friedrich Saladin. Bis dieses Potenzial erreicht hat, ist er wahrscheinlich schon gefallen. Deswegen wäre Sheriff wohl der bessere Tank. Aber jetzt, dass ihr in einem extra Tag kommt, das Tank DD, könnt ihr selbst mal sagen, wer von beiden tanken soll. Friedrich oder Sheriff? Ich wäre für den Sheriff, aber kann es sein, dass ihr bessere Argumente habt. Oh, 404. Friedrich-Truppen nicht gefunden. Error. Error-Krepierer ist es. Speichern. Okay. Ja, Saladin müsste bald wieder vorbeischauen. Worst Case für mich wäre jetzt wirklich, wenn Friedrich das Comeback schafft und Richard umnatzt irgendwie mit einem Konterangriff oder so. Worst Case für mich deswegen, weil so ein Friedrich-Saladin-Duell, auch wenn Saladin langfristig gewinnen würde, sich über Stunden ziehen könnte. Da war mal eine Kirche. Dies war eine Kirche. Da steht sogar. Da werden ein paar Salamis gequetscht. Oh, also... Hey, die Triböcke schießen halt auch effektiv mit rein. Oh. Mal wieder ein Treffen der Angriffsarmeen. Interessant. So, jetzt hat sich Sklaven halt zerhackt. Friedrich baut seine Geräte komisch auf, aber gut, das ist etwas, damit muss man jetzt einfach leben mit diesem Bug. Das mit dem Sammeln auf den Burgen kann ich mittlerweile vermeiden, aber das ist dieser Sammelbug. Oh, Richard lässt seine gesamten Baumeister schnetzeln. Aber jetzt könnte da Potenzial sein, dass Richard da Schaden anrichtet, zumindest mit seiner gepanzerten Staffel. Mein Friedrich gibt noch sein. Hätte Friedrich ein bisschen gewartet mit seinem Angriff, jetzt nach Richards Angriff, ne? Und dann einen Gegenangriff gemacht, dann hätte er vielleicht Richard um. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich schreie, wenn das passiert. Ich mag ja eigentlich Friedrich, aber wenn Friedrich das jetzt holen will, dann nur in einem Kampf, der noch 3 Stunden geht oder so. Jetzt wird hier aber nicht aufgebuddelt. Das wird weiterhin vorne rum kaputt gemacht. Und es wird Wirtschaft zerstört. Das ist noch viel, viel wichtiger. Dann kriegen die Mäuschen sogar noch ein bisschen Deckung. Einer kommt durch und macht irgendwie nichts. Eine Kuh hat er sich geholt. Was zur Hölle? Der ist vom Kuhschubs-Clan, ich sag's euch. Oh, jetzt kommt ein Störkatapult an. Okay. Jetzt haben sich die Machtverhältnisse wieder ein bisschen verschoben, weil Friedrich wird jetzt mit dem Nachspam der nächsten Angriffsarmee jetzt zu lange warten müssen. Als dass es wirklich was bringt. Zack, noch ein Turm kaputt. Es kann sein, dass die Störgeräte, die Richard jetzt schickt, dann tatsächlich was bewirken.
Nächste Saladin-Angriff wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Friedrich hat bald keine Angriffstruppen mehr. Die Wirtschaft steht zwar grundsätzlich noch, aber Friedrich hat eigentlich großartig, als er seinen Stall hatte. Ich habe aber echt lange keine Ritter mehr von ihm gesehen. Es sei denn, ich bin einfach immer blind und gucke immer weg, wenn die gerade kommen. Mein Gedanke ist einfach immer ausgeblendet. Vielleicht wird das jetzt mal ein Kombinationsangriff. Saladin braucht noch so 100 Truppen. Richard auch so 50, 60 wahrscheinlich. Richard hängt ja gerade hinterher. Wir werden überfallen. Ah, da kommen Ritter. Ich lasse ich zumindest ein. Weil er ist irgendwie gerade rein defensiv unterwegs. Und dann patrouillieren. Immer diesen Weg lang, interessant. Okay, Saladin müsste bald blasen zum Angriff und Richard auch. Oh, wir haben wirklich einen Kombinationsangriff. Das könnte was werden. Speichern. Wenn es nichts wird, dann wird es wahrscheinlich nichts. So, da geht's los. Es wird geschossen. Das ist mal eine Vereinigung hier. Vergesst die Avengers. So, jetzt erstmal, okay. Saladin tankt jetzt erstmal viele Schüsse und viel vom Feuer und anderes Potenzial. Jetzt muss Richard aufbuddeln und aufmachen. Und dann können auch die Nachhut von Saladin mit rein. Ja, schaut mal, das mit dem Buddeln, das wird schon mal. Da geht's los. Da geht's los. Jetzt könnten sogar die Meuchelmörder hoch rein, theoretisch zumindest. Jetzt wird halt einfach einmal komplett. Jetzt wird halt wirklich einmal komplett die gesamte Wirtschaft außenrum weggeschleckt einfach. Und in der Zwischenzeit tun die ja trotzdem hier Geldreserven sammeln, ne? Okay, jetzt sind sie durch. Jetzt wird Friedrich natürlich mit seinem Ausfall alles zerschnetzeln können. Aber Friedrich hat gewaltigen Schaden genommen. Oh, es sind sogar noch Störkatapulte dabei. Ja, die können jetzt natürlich noch weiter schießen und weiter Stress machen. Friedrich hat seine gesamte Wirtschaft verloren. Bis der sich wieder aufgebaut hat, vergeht ein bisschen Zeit. Okay, jetzt wird hier wieder zugebuddelt. Ja, Friedrich. Ich weiß, wie sehr du deinen Burggraben liebst. Aber jetzt ist halt wirklich genug Zeit vergangen, dass jetzt auch Saladin jetzt Truppen wieder nachpumpt. Ohne Ende. Aber interessant, dass Richard seine Ritter gar nicht gescheit einsetzt. Oh, weiter geschossen. Bum, 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 bum. Oh, guck mal, ein Torhaus. Wird das von seinem Hinterkatapult? Das ist typisch Richard, ey. Selbst seine Katapulte werden von Katapulten zerschossen. Katapult Inception einfach nur. Oh, ein Ritter. Oh. Er hat es versucht. Ritter sind genau das, was Richard jetzt eigentlich bräuchte, um Friedrich unten zu halten. Put the cookie down. Friedrich hat seinen Ritter mal wieder losgeschickt. Was jetzt Saladin gebraucht hätte, wären Feuerballisten, die vorrücken. Die hätten jetzt richtig Schaden machen können. Saladin braucht wieder nicht mehr lange bis zum Angriff. Also Friedrich hat nicht wirklich Zeit, sich zu erholen aktuell. Aber er erholt sich. Grundsätzlich erholt er sich. Die Erhöhnis ist gestartet. Auch die wurden gleich direkt sofort an der Front rekrutiert, ne? Mal wieder. Okay, jetzt ist an sich die Verteidigung wieder aufgestellt, aber der nächste Angriff wird nur noch schlimmer. Wieder. Und daher weiß ich nicht, ob Friedrich das feiern sollte, dass er wieder steht. Richard kommt wieder. Herbei.
Los, Richard, ich wähle dich. Richard. Alter, Falter, wie schnell die Geräte kaputt gehen. Ja, jetzt wird Richard halt nicht gescheit aufbuddeln können, ne? Ich meine, klar, die Wirtschaft wird wieder stark beschädigt, aber das mit dem Buddeln wird wahrscheinlich nichts. Ja, wohl, einmal kurz ein kleines bisschen gebuddelt wurde, aber das war's. Das hat nicht gereicht für irgendwas. Jetzt wird hier halt wieder einfach mal alles kaputt gemacht. Wir werden überfallen. Das wurde wieder ziemlich effizient abgelehnt. Nee, ohne Saladin schafft Richard das nicht. Könnte doch noch ein bisschen dauern. Jetzt kommt Friedrich. Ach du liebe Zeit, die ging schnell down. Die Sklaven werden nicht buddeln können. Nope. Ein Bocki. Auf Durchreise. Das bockt richtig. Oh, ja, die wollten hier hinten durch. Hat nicht ganz geklappt. Dafür wird jetzt halt einfach die Wirtschaft nochmal komplett zerschreddert wieder. Friedrich ist so ein klassischer Fall von austrocknen lassen. Ich meine, wenn die sich gegenseitig abwechseln mit Angriffen, können sie auch hinhauen. Auf Dauer. Vor allem, wenn hier halt noch gut Frieden. Ja, jetzt ist halt schon wieder die gesamte, jetzt ist wirklich die gesamte Außenwirtschaft weg. Also letztes Mal waren ja zumindest, glaube ich, noch ein paar Steinbrüche da oder so. Jetzt ist auch das verschwunden. Jetzt wird hier noch weiter geschossen. Ich glaube, jetzt wird es das bald gewesen sein. Die Ritter kommen noch nicht allzu weit. Saladin braucht noch ein bisschen, aber geht ganz gut voran. Richard wird bald wieder angreifen. Meuchler! Ja, die... Nee, immer noch Wirtschaft dauern. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Oh, Richard mal mit mehreren Rittern. Speichern. Surprise, Surprise. Surpreiselbären. Oh, erster Steinbruch steht wieder. Na, die sind wirklich nicht gut darin, Friedrich unten zu halten. Die machen einmal alles kaputt und lassen ihn wieder aufbauen. Naja, klassisches Deutschland einfach. Was willst du? Der Marshallplan kickt rein. Und der Marshall ist noch nicht mal dabei? Na, jetzt macht Richard hier groß Bum-Bum. Weil die gesamte vordere Front jetzt... Ja, das wird jetzt böse setzen, dieser Angriff. Buddeln will gerade irgendwie keiner. Nicht, dass es am Buddeln scheitert. Jo, ho, ho. Und ein Buddel voll rum. Okay, da ist zumindest ein bisschen geöffnet. Saladin wird wohl auch bald angreifen. Oh, da kann man durch. Tja, Saladin, das ist deine Chance. Wenn du zu viel Zeit verstreichen lässt, wird sie wahrscheinlich verschwinden. Die tolle Chance. Der Ritter kommt durch. Und da wird gleich wieder zugebuddelt, ne? Ja, jetzt ist die Chance verspielt. Glückwunsch, Saladin. Du willst ja unbedingt bis zu den 1000 Truppen sparen. Nee, nee, mach ruhig, ist okay. Ich bin überhaupt nicht angepisst. Weiter. Jetzt kommt Saladin. Jetzt, wo es schon wieder, jetzt, wo Friedrich schon wieder voll aufgebaut ist. Meine Güte, ey.
Schön, dass ich daher auch mal entschieden hat zu kommen. Ah, jetzt sind mal ein paar Feuerballisten da. Das könnte ein bisschen was bewirken. Aber, ja, irgendwas aufgebuddelt wird hier auf jeden Fall nicht. Aber Richard könnte relativ bald wieder angreifen. Oh Gott. Hast du schon zwei Leute? Hm. Ich meine, jetzt verliert Richard wahrscheinlich wieder seine gesamte Wirtschaft. Richard, Friedrich. Friedrich verliert halt auch wirklich keine Truppen, ne? Von seinem Angriffspotenzial. Das kann so echt noch eine Weile weitergehen. Ja, jetzt ist die ganze Wirtschaft halt wieder kaputt. Ist die Frage, ob was draus gemacht wird, ne? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon, ne? Natürlich nicht. Ja, das Kind heult auch schon, ne? Ja, Friedrich hat jetzt ein bisschen Probleme auch mit... Okay, der hat gar keine Bevölkerung aktuell. Der steckt gerade ein bisschen fest. Wirtschaft weiterhin leer. Ich meine, ein Turm steht noch. Zumindest grundsätzlich. Go, Friedrich. Go, Friedrich. Boah, nee, ich darf den nicht anfeuern. Aufhören. Nee. Speichern. Wir nähern uns langsam wirklich einer Zeitgrenze, wo ich sagen muss, ich muss die Aufnahme beenden. Das ist so. Ich will nicht. Stopp. Oh Gott, jetzt steht die Wirtschaft wieder. Nein, ich hätte dich anfeuern dürfen. Ein schwerer Fehler wurde begangen. Jetzt kommt Richard zwar, aber jetzt ist Friedrich so halbwegs wieder aufgebaut. Ja, nur so halbwegs. Da ist echt noch viel, was fehlt. Hier, schau, da schnitzt er auch ein bisschen durch. Jetzt sind ja die Katapulte, die schon schießen können. Bocky ist da. Bocky ist immer wichtig. Bei jeder Party gern gesehen. Ja, das ist so viel zum... Ja gut, okay, die vordere Linie wurde zerschossen. Das ist schon mal wichtig. Saladin wird noch eine Weile brauchen, bis er angreift. Funktioniert die Wirtschaft noch bei Friedrich? So halbwegs. Okay, jetzt wird gebuddelt. Buddel, 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 buddel. Jetzt könnte es vielleicht sein, dass Saladin danach 200 Truppen. Ich weiß nicht. Die Chance für Saladin steigt auf jeden Fall, je länger Richard braucht, hier durchzubrechen. Einfach nur, weil wirtschaftlich geschwächt und so. Weil jetzt werden halt Richards Truppen wegrasiert. Und sobald das der Fall ist und solange das der Fall ist, ja. Friedrich macht hier kaum Verluste. Und baut sich jetzt gleich wieder auf. Ein paar Meuchler machen da nichts. Tut mir leid, Saladin. Und jetzt wird wieder zugebuddelt. Ah, oh Mann. Ich bin echt immer mehr der Meinung, dass man Burggräben aus dem Spiel nehmen muss für KIs, ey. Das ist immer grausamer. Beim Nisa schon in Albtraum, jetzt bei Friedrich sehe ich es auch gerade. Bei so kombinierten Burgen wie bei Saladin, okay, aber so ein voller Burggraben, das ist für KI-Kämpfer einfach jedes Mal ein Graus. Gut, ich meine, jetzt wird Saladin halt nochmal die Wirtschaft komplett zersägen, das was übrig ist, also... Friedrich wird nicht mehr lange durchhalten, aber es ist halt trotzdem zu lange. Jetzt könnte es aber sein, dass dann nach Saladin Richard relativ schnell nochmal kommt. Vielleicht haben wir jetzt mal halbwegs einen
zeitgleichen Angriff. Sonst so leicht versetzt zumindest nur. Wir werden überfallen. Jetzt, das da vorne ist gar nicht mehr so stark besetzt. Ja, stark genug, dass das jetzt wieder die halbe Angriffsarmee zerquetscht. Weil er zu lange braucht zum Sammeln. Viel zu lange braucht zum Sammeln. Jawohl, okay. Eine Feuerballiste steht, ein bisschen Belagerungsgerät. Die Ritter werden zerritten. Ja, genau. Die Sklaven haben nichts aufgebuddelt, aber dafür jetzt einmal außenrum kaputt gemacht. Okay, jetzt ist außenrum eigentlich alles leer geschleckt. Jetzt wird sogar noch die Kirche kaputt gemacht. Jetzt geht's wirklich. Ja, jetzt ist wirklich alles weg außenrum. Aber auch Saladins Truppen. Aber die Wirtschaft läuft weiter. Wo auch immer der die Geldreserven hernimmt. Ja, jetzt ist halt wirklich alles leer, ne? Und die fehlen wahrscheinlich sogar Häuser. Also, ich meine, durch Bioschank, der aktuell noch, jetzt ist er weg. Jetzt ist auch der Bioschank weg. Jetzt ist Friedrich, glaube ich, in so einer Downward-Spirale. Wenn er sich davon noch erholt, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt kommt Richards Angriff. Der wird jetzt noch stärker bombardieren. Bum, 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 bum. Der Tribok, der zurück ist. Das ist wie bei Age of Empires, ey. Das ist die Tribok-Kriege immer. Trap Wars. Ich meine, der wird jetzt durchkommen. Aber ich glaube, den Knubbelkampf wird wohl Friedrich gewinnen, weil er einfach mehrere sehr. Ja, den gewinnt Friedrich, klar. Der hat halt einfach noch so viel. Wo jetzt sammeln die sich ein bisschen hier drauf. Das reicht trotzdem, um alles zu schnetzeln hier. Alter. Das war's schon für den Angriff. Friedrich hat noch Reserven, aber es waren schon mal mehr. Und die Katapulte machen jetzt ein bisschen mehr Aua. Und natürlich wieder zubuddeln, ey. Das ist einfach so assi. Der hat nichts mehr, aber Hauptsache der Burggraben wird zugemacht. Naja, nächster Angriff von Saladin wird wahrscheinlich nicht den Burggraben, aber da wird es jetzt soweit alles lahmlegen. Der nächste Angriff von Richard wird es dann wahrscheinlich entscheiden. Besten wäre es natürlich, wenn beide wieder zusammen angreifen würden, aber wahrscheinlich nicht. Na gut. Speichern wir nochmal. Speichern. Aber müssen wir gestehen, bis zum gewissen Punkt, also die erste Hälfte, bis jetzt die ersten Tote passiert sind, war der Kampf mega geil. Jetzt zieht sich's halt lange, weil Friedrich einfach nicht sterben will. Ich meine, okay, kann man auf irgendeine Weise nachvollziehen, den Gedanken, aber. Oh nö, muss das wirklich sein, Friedrich? Kann sein, dass Richard leicht versetzt angreift. Aber zu versetzt wahrscheinlich, dass Saladin noch irgendwie was mit seinen Schwertkämpfern pushen kann. Man darf nicht unterschätzen, wie viele Fernkämpfer Friedrich noch hat. Die sind halt alle auf der Burg gespeichert aktuell. Vor allem die Anzahl an Armbrustschützen. Das ist nicht lustig. Nö, ich glaube, Friedrich gibt es kein Comeback mehr. Das ist wirklich alles leer. Keine Nahrung mehr, kein Bier mehr, nichts mehr. Irgendwie. Er hat noch ein paar Grundarbeiter, aber die sind in den Produktionsstätten, die nichts weiterverarbeiten können. Ah, Saladin greift an. Truppen werden gleich weggeschossen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas überhaupt erwischt haben hier. Jetzt noch wird auch weiter geschossen. Gebuddelt werden kann jetzt nicht, aber die Nachhut kann jetzt noch lang genug hier stehen, bis Richard vielleicht angreift. Und dann mit pushen, sobald es soweit ist. Es müsste halt wirklich noch was gegen. So blöd klingt, arabische Schwertkämpfer müssten buddeln können.
Ah, ja doch, das könnte es jetzt sein. Das könnte es jetzt sein, da Richard jetzt noch kommt und Saarland jetzt immer noch mehr als genug nachholt. Dann könnte sich da wirklich ein gemeiner Block bilden. Der alles verändert. Alles. Einmal buddeln, einmal rein. Ab geht's. Die Party ist eröffnet. Friedrich Buffet. All you can eat. All you can drink vor allem. All you can sauf. Ja, das sieht gut aus. Huff. Alles klar. Quetsch, quetsch, quetsch. Saladin war's. Mö. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Kaiser Friedrich macht jetzt einfach den Terminator 2 Move, ne? Einfach so im Wasser versinken und den Daumen hoch. Ja, Friedrich am meisten gekillt. Wieso wundert mich das nicht? Das hat ihm mit Abstand am meisten Geld geschäffelt. Okay, Friedrich kam am Ende auch nicht mehr dazu. Das war ein cooler Kampf. Das war ein cooler Kampf. Hat sich gelohnt, das Rematch zu machen, auf jeden Fall. Alles klar? Dann bedanke ich mich mal hier fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ja, wahrscheinlich am Mittwoch beim Rematch. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr, wen ihr gerne als Tank sehen wollt beim Friedrich-Sheriff-Team. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten KI-Kampf. Bis dahin. Bye-bye.